Wir stehen hier in der Ausstellung von Helmut und Johanna Kandl, Palette. Und ihr habt dieser Ausstellung ja einen mehrdeutigen Titel gegeben. Palette ist einerseits die Unterlage, auf der Malerinnen und Maler die Farbe mischen. Palette kann aber auch zum Beispiel ein Sortiment, zum Beispiel ein Warensortiment bedeuten. Und auf Paletten werden Waren durch die Welt geschifft oder lagern irgendwo. Diese Mehrdeutigkeit, das ist ja bei euch Programm, weil auch in der Ausstellung finden wir so ein vielschichtiges Aufeinandertreffen unterschiedlicher Perspektiven. Was interessiert euch genau an diesem Material, an dem Thema der Malmaterialien, weil das ist ja auch nicht das erste Projekt, das sich damit befasst. Es wird möglicherweise auch nicht das letzte Projekt sein, das wissen wir aber nicht. Da gibt es sehr viele autobiografische Punkte. Ein autobiografischer Punkt ist, dass meine Eltern ein Farbgeschäft hatten und teilweise sogar Farbe erzeugt haben. Der zweite Punkt ist, dass ich Restaurierung studiert habe, bevor ich Malerin geworden bin. Und der dritte Punkt ist, dass ich eine Zeit lang Professorin war an der Universität für angewandte Kunst und ich da gesehen habe, dass dieses Thema der Malmaterialien nicht genug oder nicht so, wie ich es mir wünschen würde, unterrichtet wird. Und zwar so, dass man die kulturellen, die wirtschaftlichen, die politischen, die kolonialen, die Beziehungen, die sich an das Malmaterial knüpfen, berücksichtigt. Die Zusammenarbeit zwischen euch, die hat 1997 begonnen. In dem Jahr habt ihr geheiratet und habe dann auch angefangen, gemeinsam an Kunstprojekten zu arbeiten. Ein wichtiger Faktor dieser Kunstprojekte, das sind auch eure gemeinsamen Reisen. Die Orte, an denen Malmaterialien erzeugt werden, an denen auch ihre Grundlage sozusagen entsteht, die bereist ihr, ihr besucht diese Leute auch, die diese Mineralien zum Beispiel auch gewinnen. Warum ist euch das so wichtig, diese Menschen auch hier in der Ausstellung abzubilden? Weil wir sehen zum Beispiel eine lange Wand mit Porträts, wo all diese Menschen, die ihr getroffen habt, abgebildet sind. Warum ist euch das ein Anliegen, denen auch eine Stimme zu geben und auch ein Gesicht zu geben? Naja, unsere gemeinsamen Projekte sind doch vorwiegend Rechercheprojekte. Und unsere Recherchen beziehen sich eigentlich nicht nur auf Bibliotheken und heutzutage auch im Internet, sondern wir versuchen eigentlich immer an Ort und Stelle Dinge zu ermitteln. Nicht zuletzt auch, weil wir dort Leute treffen, die unmittelbar mit den Dingen zu tun haben. Das sind oft Wissenschaftler, aber auch oft einfach Anwender oder wie ein Becher oder Bergleute oder etwas. Und dann erfährt man doch unmittelbar etwas. Das ist ja auch was Schönes hier im Universalmuseum, wo es diese vielen Wissenschaften gibt, dass man Expertisen von Ort und Stelle von Leuten bekommen kann, wo man sonst schwer dazukommt. Und diese unterschiedlichen Ebenen, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, Helmut, die sich in der Ausstellung finden, die sind ja, ihr habt ja auch sehr viele Anekdoten, sehr viel Anekdotisches auch in der Ausstellung. Nicht zuletzt findet sich diese persönliche Sicht auch in deinen Bildern, Johanna, die ja auch auf Grundlage dieser Recherchen entstehen. Und es gibt aber auch ganz überraschende Gedankenverbindungen auf einmal, die ein Thema aus einer völlig anderen Perspektive beleuchten. Wir stehen da vor einem Beispiel, nämlich dem sogenannten Heavy Metal Kapitel. Wie hat sich das denn entwickelt, dass es jetzt sozusagen von Malmaterialien zum Heavy Metal kommt und was hat überhaupt Heavy Metal mit Malmaterialien zu tun? Wir waren eine Zeit lang in Eis. Klarerweise, wenn man sich mit Malmaterialien beschäftigt, beschäftigt man sich gleich einmal mit dem Bergbau. Und was ist in der Steiermark ein Bergbau? Das ist der Erzberg, ne? Also der auch hier ein paar Mal auftaucht in der Ausstellung. Schön ist das, und dann war es auch interessant, dass, hier gibt es ja auch ein Bild, wo es um den Erzberg geht und da sind sozusagen aufgezeichnet, wie viele Leute da arbeiten am Erzberg. Und man sieht, es gibt so eine Kurve, werden immer weniger Leute, die da arbeiten. Aber interessanterweise gibt es in Eisenerz eine Firma, die Firma Napalm Records, ja, die ein Label hat für Heavy Metal, was ich sehr interessant finde. Na, bei mir ist der Bezug eigentlich ein viel älterer, aber eher zufälliger, weil
eigentlich hat die Geburtsstunde des Heavy Metals, nennt man oft die Platte, die Schallplatte Paranoid von Black Sabbath, die 1970 herausgekommen ist. Und ich habe zu Weihnachten 1970 diese Schallplatte geschenkt bekommen. Und zwar interessanterweise von Dorfpfarrer. Ich habe mich lange gefragt, warum das wohl so ist. Es ist, an der Außenseite sind so wie Ritter verkleidete Menschen und innen steht Godfather of Heavy Metal, Ozzy Osbourne, und hat ein großes Kreuz auf der Brust. Möglicherweise war das der Bezug, warum ich das geschenkt bekam.